Das Tanzparkett bebt. Hochmotivierte Paare schweben über die Tanzfläche im Sportzentrum Siemensstadt. Die funkelnde Kleidung der Tänzerinnen und Tänzer perfektioniert den Tanzkurs auf den Schritt genau. Traditionell wird beim blauen Band der Spree von Karfreitag bis Ostermontag kräftig das Tanzbein geschwungen. Ausgerichtet wird das Spektakel vom BTC Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 und dem OTK Schwarz-Weiß 1922 vom SC Siemensstadt. Das macht einfach super, super viel Spaß. Also die Stimmung hier ist mega. Es sind wirklich alle komplett dabei und feuern an. Und es macht einfach super viel Spaß. Bemerkenswert, dass alleine am ersten Wettkampftag über 300 Paare aus ganz Deutschland, Tschechien, Österreich und der Slowakei in 12 Standardturnieren in den Klassen D bis A an den Start gehen. Es ist auch einfach sehr, sehr spannend, gegen Paare zu tanzen, die man noch nie gesehen hat. Man im Vorhinein nicht weiß, kann man mit denen mithalten, wie gut sie, wie schlägt man sich da. Und man lernt immer wieder auch tolle, nette Leute kennen. Und dabei darf natürlich der Bundestrainer für Standards, Rüdiger Knaack, nicht fehlen, der die Paare heute genauestens unter die Lupe nimmt. Ich bin ganz zufrieden, dass die Leistung, die Qualität sich auf jeden Fall auch in den unteren Klassen wieder zum Positiven entwickelt. Ich sehe eine sehr gute Qualität, ich beobachte auch meine Kaderpaare hier und bin also auch damit in der Entwicklung sehr zufrieden. Die erfolgreichsten Paare des ersten Turniertages kommen aus Köln, Leipzig und Berlin. Auf Platz 1 tanzen sich Natascha Franzke und Lennart Niederhoff vom Blau-Silber Berlin Tanzsportclub in der Hauptgruppe A Standard. Sie bringen die Leidenschaft ihres Sports auf die Tanzfläche. Schließlich überzeugen sie in allen 5 Tänzen langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Fox und Quickstep mit ausgezeichneter Technik und Charakteristik. Ich kann es auch irgendwie gar nicht so fassen. Also natürlich hat man so seine Erwartungen, sage ich mal, aber das übertrifft es jetzt doch ein bisschen. Also ist schon sehr, also ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Rundum ein gelungener Tag und eines der schönsten Tanzereignisse in Berlin, das jedes Jahr aufs Neue ein absolutes Highlight ist. Hat richtig viel Spaß gemacht, oder tolle Stimmung. Schön, dass nach der Corona-Zeit endlich wieder möglich ist, mit so vielen Paaren hier zu tanzen. Haben Sie auch Lust, hochklassige Lateintänze live mitzuerleben? Dann sichern Sie sich noch schnell online oder direkt an der Tageskasse Tickets, denn sie sind heiß begehrt. Schließlich möchten viele Tanzpaare noch kräftig das Tanzbein bis Ostermontag im Sportzentrum Siemensstadt schwingen.